Heute darf ich endlich meine kleine, aber feine Werkstatt vorstellen. Bevor es losgeht, kurz zu mir. Ich bin der Karin, bin 32 Jahre alt. Vielleicht merkt ihr es am Akzent, bin aus Österreich. Allerdings ursprünglich aus Armenien und betreibe seit etwas über einem Jahr den YouTube-Kanal Let's Push, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt. Sollten andere Fragen von euch auftauchen, wie groß ich bin, wie schwer, Schuhgröße, mein Sternzeichen, schreibt es mich an, alles was ich beantworten kann, werde ich euch auch beantworten. Aber genug von mir, ihr seid hier, um meine Werkstatt zu sehen und los geht's. Zu meiner Werkstatt, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das Ganze in Wirklichkeit eine Doppelgarage, was ich umfunktioniert habe in eine Werkstatt. Ich fange hier auf der Seite an, gibt es glaube ich nicht wirklich viel zu sagen, ist ein riesiges Regal, was ich selber gebaut habe. Keine besondere Konstruktion oder so, wie man unschwer erkennen kann, ist das Ganze einfach stumpf zusammengeschraubt worden. Das Ganze ist 4 Meter breit, 2 Meter hoch. Ich habe es an zwei Punkten zusätzlich noch an die Wand geschraubt, wie man hier unschwer erkennen kann. Das Ganze hält wirklich auch bombenfest. Ich habe auch sehr schwere Sachen teilweise auch schon drauf gehabt. Dadurch, dass es jetzt nicht nur eine reine Werkstatt ist, sondern es auch Garage, sammelt sich Haufen tonnenweise in dein Zeug und das muss irgendwo verstaut werden. Ja, das ganze Zeug ist jetzt hier halt. Gleich im Anschluss vom großen Regal habe ich hier ein Dosenschrank, Regal, keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll, gebaut. Das Ding ist, ich habe damals, wo ich es gebaut habe, vielleicht 10 Dosen gehabt. Mittlerweile ist dieser Schrank voll. Ich habe auch etliche Schubladen, die voll mit Dosen sind. Somit wird dieser Schrank in den nächsten Wochen wahrscheinlich verschwinden. Und da wird eine 2.0 Version davon rauskommen, wo einfach mehr reinpasst. Gleich unter dem Dosenschrank habe ich einen Werkstattwagen. Der ist natürlich nicht selbst gebaut. Der war in Aktion. Ich glaube, Wiesn ist eine Bauhausmarke. Der Preis war sehr verlockend. Musste ich zuschlagen. Vor allem, weil es auch teilweise mit Werkzeug befüllt war. Gibt es glaube ich nicht viel zu sagen, wir schauen einfach weiter. Das Praktische natürlich, wenn man seine Werkstatt in der Garage hat, hinter dieser Tür bin ich auch schon zu Hause. Aber das ist ein anderes Thema. Weiter geht's hier mit meiner Werkbank. Ich weiß nicht, was man an einer Werkbank irgendwie erzählen soll. Das Besondere bei mir in der Werkstatt in der Garage, ich weiß nicht, ob es jeder von euch hat, und zwar fließendes Wasser. Und zwar nicht nur kalt, sondern ich habe sogar den Vorteil, dass ich auch Warmwasser hier habe. Dafür bin ich extrem dankbar. Darunter habe ich zwei offene Regale, keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll. Wie man unschwer erkennen kann, ist das irgendwie mein Restholzlager. Damit bin ich extrem unzufrieden. Ich glaube, ihr wisst auch warum. Ich weiß nie, was da alles drin ist. Es ist komplett einfach nur reingestopft. Auch da wird es in Zukunft eine andere Lösung geben. Gleich daneben hier, wie man unschwer erkennen kann, meine Schraubenschublade. Bringe ich einmal näher hin. Das ist mehr oder weniger fast die einzige Schublade, wo ich mir ein bisschen Mühe gegeben habe, dass das Ganze sortiert ist, weil ihr kennt es sicher alle, nichts ist nerviger als wenn man irgendwas baut, dann passende Schrauben zu suchen. Somit vielleicht der Tipp von mir, gebt euch da einmal Mühe, sortiert eure Schrauben, in Zukunft erspart ihr euch so viel Zeit und Nerven. Wo ich diese Schublade gebaut habe, so wie es jetzt ist, war ich am Anfang wirklich extrem zufrieden, es war auch bombastisch und schön und alles tralala. Allerdings muss ich sagen, ist es komplett unpraktisch. Ich werde das Ganze wahrscheinlich auch neu bauen. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich wissen, warum. Wenn ihr jetzt eine gewisse Anzahl an Schrauben braucht, muss ich jetzt da reingreifen und mir eine Handvoll mitnehmen, weil das Ganze hier ist fix verbaut. Somit wird es auch hier in Zukunft eine andere Lösung geben. Drunter schaut es ähnlich aus, beziehungsweise ohne Einteilung. Da ist halt die restlichen Sachen drin, was man halt so braucht. An Muttern, Gewindestangen, Nägel und weiß ich, keine Ahnung, alles Mögliche halt. Eine kleine Besonderheit hier in der Werkstatt ist mein alter CD-DVD-Player, was ich aus dem Keller ausgegraben habe. Den konnte ich leider nur so, also stehend montieren, anders ist es leider nicht ausgegangen, aber ich bin froh, dass ich Musik habe. Die passenden Lautsprecher dazu zeige ich euch auch gleich. Ist eins hier montiert und eins auf der anderen Seite. Weiter geht's, das Herzstück meiner Werkstatt. Die GTS-10 natürlich, den passenden Unterschrank selber gebaut. Auch da gibt's ein Video, wenn es interessiert, schaut's einfach mal rein. Daneben meine Tischfräse. Ich habe den Unterschrank auf Rollen gebaut. Falls ich zum Arbeiten anfange, schiebe ich das Ganze raus, dahin wo ich es brauche. Und wenn ich fertig bin, schiebe ich sie hier einfach an den Platz zurück und optisch schaut es aus, als hätte ich eine extrem lange Werkbank.
French Glitwand, glaube ich, muss ich auch nicht viel sagen. Die einen mögen es, die anderen nicht. Mir persönlich gefällt es. Vor allem, es kommen immer wieder Sachen dazu, es kommen Sachen weg. Ich bin hier komplett flexibel, dass ich das Ganze einfach umgestalte, so wie ich es gerade brauche. Das ist das nächste Schmuckstück in meiner Werkstatt. Ist eine uralte Standbohrmaschine. Ich glaube, der Marke Spiral. Genau, Spiral. Uralt, sauschwer, aber das Ding macht seinen Job. Es hat extrem viel Power. Also ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden. Ich habe auch noch das Riesenglück bei der Maschine gehabt, bei der Firma, wo ich gerade arbeite. Ist es in irgendeiner Ecke gestanden, hat nur vor sich hingestaubt. Ich habe gefragt und schon steht sie hier. So ein Glück hat auch nicht jeder. Daneben natürlich der passende Bohrregal. Die Anleitung oder die Motivation dazu kam vom Truppe. Ist auch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das Ding ist top. Ich bin recht zufrieden damit, vor allem ist extrem flexibel, weil es mal wirklich was dazukommt und was wegkommt. So, weiter geht's mit der nächsten Werkbank. Den habe ich damals zeitgleich mit dem ersten gebaut. Gibt's auch, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Jede Menge Schubladen. Ich zeige euch die Schubladen nicht. Da ist Chaos ohne Ende drin. Aber das Schöne ist, ich weiß genau, wo was liegt. Und das ist für mich extrem wichtig. Ich will einfach keine Zeit verschwenden, irgendwelche Sachen zu suchen. Das nervt mich einfach ungemein. So, auch hier geht's mit French Cliff weiter. Da habe ich meine Maschinen hängen, die ich auch oft im Gebrauch habe. Wie jetzt eine Handpresssäge, die Handfräse, Stichsäge. Ist jetzt eh was da hängt. Muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Zu meiner Kappsäge. Das Ding ist, die steht hier aktuell auf so einer alten Kommode, wo ich einfach so unten Rollen angebracht habe. Ist eine Zwischenlösung. Wird in Zukunft hier eine lange Kappsägenstation geben. Und dann hat auch meine Kappsäge endlich seinen fixen Platz. Kappsäge habe ich damals gekauft, wo ich angefangen habe, die Werkbänke zu bauen. Die Werkbänke habe ich aus 10x10er Balken gemacht. Und wollte unbedingt mit Überplattung arbeiten. Somit habe ich die einfach mal gekauft, bin extrem zufrieden damit. Natürlich, sie hat die ein oder andere Marke, wo ich sage, es könnte besser sein. Aber jede Maschine hat seine Vor- und Nachteile. Gleich daneben steht ein alter Tisch. Den sollte ich eigentlich entsorgen. Wenn ich mal größere Projekte mache und ich in der Mitte vom Raum eine Werkbank brauche. Aber ich habe einen alten Tisch einfach unten Rollen angebracht. Ich kann das Ding dahin schieben, wo ich es gerade brauche. Wenn ich fertig bin, schiebe ich es zurück. Auch dieses Teil ist eine Zwischenlösung für die Kappsägenstation einmal. Hier steht, kommt sie weg. Wie ich es aber dann mache, weiß ich noch nicht. Da überlege ich mal was. Gleich daneben ein alter Kompressor, den ich ein bisschen aufbereitet habe. Aufbereitet, ich habe sauber gemacht und habe mit Schwarz drüber lackiert. Nur so viel zum Thema auf. Bereitet. So, neben Kompressor, und es ist auch schon das letzte Teil, weil es jetzt schon hier ist, wie das Garagentor, ist mein Reifenregal, was ich gebaut habe. Auch damit bin ich extrem zufrieden. Das Ding ist stabil. Steht, glaube ich, schon ein Jahr, plus minus, vielleicht etwas mehr oder weniger. Das Ding macht seinen Job und ich bin mega zufrieden damit. Es heißt ja, dass eine Werkstatt eigentlich ein nie endendes Projekt ist. Bei mir sowieso. Ich habe vor 1,5 Jahren erst angefangen, in dieser Garage hier, also diese Werkstatt hier zu bauen. Es ist noch extrem viel zu tun. Ich habe es schon vorher erwähnt. Eine Kappsägenstation muss her. Ich habe vergessen noch zu zeigen. Ich habe hinten noch im Eck stehen den Einhältsauger. Das ist zurzeit mein einziger Sauger, was ich in der Garage habe. Den verwende ich sowohl für die Tischkreissäge, für meine Tischfräse, Kappsäge. Also den schiebe ich hin und her und tue damit natürlich auch die Garage sauber machen. Wenn die Kappsägenstation einmal steht, ist natürlich auch eine Absauganlage, eine ordentliche geplant, wo ich mit Verrohrung zumindest schaue, dass die wichtigen Sachen eine fixe Absaugung haben. Ich habe jetzt geschaut, dass ich das Ganze so kurz wie möglich halte. Das war's von mir, also nicht von mir, sondern von meiner Werkstatt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp für mich oder was ihr anders machen würdet. Schreibt mal unter dem Video, was ihr hier, wenn ihr den Platz hättet, wie würdet ihr das Ganze lösen? Das würde mich wirklich interessieren. Das ein oder andere werde ich auch vielleicht berücksichtigen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut's vorbei. Ich habe wirklich sehr coole, interessante Projekte drin. Vielleicht ist auch für euch was dabei. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.